Ich bin heute ein bisschen spazieren gegangen, mit so einem Starkstromkasten vorbeigekommen. Das kennt ihr doch, oder? So mit Tortenkopf und Blitz. Und in großen Buchstaben stand geschrieben: Achtung, Lebensgefahr. Direkt da hinten war ein Friedhof. Ich dachte, shit, hier in Winterthur muss es viele Analphabeten geben. Aber Schweizer sind anders. Schweizer haben Gottvertrauen in die Gesetze. Sie laufen über die Fußgängerstreifen, ohne zu schauen. Ich musste mindestens 6 Passanten anfahren, bis ich mich daran gewöhnt habe. Zum Beispiel, ich habe eine erschreckende Entdeckung. Immer mehr graue Haare. Und ich rede nicht nur vom Kopf. Überall ist grusig. Ist über Nacht passiert. Plötzlich hatte ich George Clooney zwischen den Beinen. Und er wollte keinen Espresso. Aber Sie sagen ja blöde Sachen im Flugzeug, oder? Wie zum Beispiel, im Notfall werden Sauerstoffmasken herunterfallen. Bitte streifen Sie sich die Masken über und atmen Sie nur mal weiter. Wenn Sauerstoffmasken herunterfallen, weiß ich eines mit Bestimmtheit. Dieses Flugzeug steckt im tiefsten Scheiße, fällt vom Himmel Richtung Boden und soll ich normal weiter atmen. Kann ich deins probieren? Kurze Zeit später kam die Stewardessin vorbei. Ah, nein, das war der Steward. Moment. Die Stewardessen laufen so. Vor allem beim Lufthansa. Also, ich bin der Captain. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen an Bord. Willkommen an Bord mit Indian Airlines. Vielen Dank, dass Sie für Indian Airlines entschieden haben. Wir lieben mutige Leute. Meine Damen und Herren, wir fliegen jetzt in eine Höhe von... Wir fliegen in eine Höhe von... Sehr hoch. Wow, wir sind schon fast über den Bäumen heute. Ja, einmal die Woche gab es einen Klauwettbewerb. Ja, wir machten eine Liste von Dingen, die wir klauen müssten. Und derjenige, der alles zuerst beisammen hatte, war der Sieger. Und durfte Mickey Thompsons Mutter beim Duschen zuschauen. Ich habe extra nie gewonnen. Ich war lieber mit Barbara zusammen. Na, schon mit 12 Jahren waren Frauen über 55 nicht mein Ding. Mittlerweile zieht das etwas lockerer. Wissen, was mir unangenehm ist? Tampons kaufen. Ich habe immer das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen. Ah, die sind nicht für mich. Ich habe immer Angst, dass die Frau an der Kasse sie hochhält. Achtung, ein Perverser hier kauft Tampons.
Eine wichtige Durchsage. Bringen Sie die Kinder in Sicherheit. Der berüchtigte Tamponmann ist wieder da. Mutter, Hilfe! Schatz, schau nicht hin. Hier, mach dir eine Binde vor die Augen. Danke, Mutter. Ah, der Tamponmann ist... Und Tampon ist nicht gleich Tampon, behauptet meine Frau. Nein, das ist eine richtige Wissenschaft geworden. Es gibt welche, die kommen sogar mit einer Röhre. Sind die gedacht für Frauen, die so Mens haben, aber gleichzeitig kokainsüchtig sind? Wie soll das gehen? Ich habe diese Vorstellung, so Frau nachts auf dem Bett liegend, ihr Bein gespreizt, ihr Mann so vorne. Beweg dich nicht, Schatz. Hat's geklappt? Oh, etwas tiefer. Can you feel it? All the colors of the world should be love, the joy, the wine. Yes, it's alright. If my back is to your brother, it's your twine. But when you try to see me standing, you're a baby, you're gonna go away from me. Cause the wrong thing is the right side of me, is inside of you. Now tell me, can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Now tell me, can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Yeah, yeah. Can you feel it? Tell me, can you feel it?